Wunderschönen guten Tag, wir sind zurück im Landwirtschaftssimulator 2019. Wir sind hier im Mod-Hub, denn ich habe geguckt, was wow, kannst du mal wieder vorstellen und so weiter und so fort. Und dann hatte ich gesehen, hey, es gibt ja eine coole Karte, mit der man sehr gut Mods testen kann. Das nennt sich sogar Mod, ich kann es dir direkt zeigen, Mod-Prüfungskarte. Ziemlich coole Sache, wenn ihr mich fragt, weil es ist. Alle Felder gehören euch, ihr habt ein gewisses Grundrepertoire an Fahrzeugen und auf jedem Feld sind andere Früchte schon gesät und die könnt ihr quasi direkt ernten. Das ist richtig geil zum Testen. Es gibt ja manchmal den Punkt, dass man sagt, okay, ist der Mod wirklich gut, hole ich mir den und so weiter und so fort. Wie viele Stunden muss ich denn da investieren, damit ich wirklich sehe, passt das? Und hier habe ich vielleicht eine Möglichkeit dann zu sagen, okay, ich kann das Ganze abkürzen. Das ist ziemlich, ziemlich cool. Also ganz normal hier unter den Karten und dann Mod-Prüfungskarte einfach rausnehmen dann dabei und dann könnt ihr euch natürlich irgendwelche Mods nehmen und dann einfach weitergehen. Das ist immer das Problem. Auch auf einer PlayStation 5 ist das manchmal ein bisschen hakelig hier. Genau, neuen Spielstand. Wichtig ist hier der neue Farmer, würde ich euch zumindest empfehlen, weil dann startet ihr mit dem ganzen Equipment so, wie denn der Designer dieser Karte das dann auch vorgeschlagen hat dabei. Weitergehen. Ich wähle einfach alle Mods einmal kurz an und bin dann quasi gleich sofort im Spiel drin. Das ist schon ziemlich cool und genau sowas habe ich gesucht. Ich habe mir das damals auf der Mercury Farm ein bisschen selber gebaut, mein Mod-Hub, weil da gibt es so ein paar Felder, ich weiß gar nicht mehr, so im irgendwie im Norden der Karte war das, meine ich. Die waren so länglich gezogen, da konnte man dann halt auch, was ich Test machen, wie viel, was ich Ertrag und so weiter und so fort, hatte ich mal ein Video gezeigt, wie man das so machen kann. Das war schon ziemlich cool. Genau. So, wir sind hier drin. Erstmal die Map. Ja, es ist jetzt kein großes. Ich mache erstmal hier gerade meine Sachen, die ich immer mache. Kann ich vielleicht den einen oder anderen auch empfehlen, ob das dann so ist? So, dann kann man auf jeden Fall erstmal mit leben. Die Karte selber ist jetzt hier, das ist kein, gewinnt kein Schönheitspreis, aber die ist praktisch und das ist genau das, was ich will. Erstmal habe ich hier viel Platz, ne? Also, das finde ich persönlich sehr gut. Ich habe hier Verkaufspunkte, ich habe alles drum und dran, was ich möchte und ich habe drumherum 15 Felder, die alle mir gehören. Ist das nicht schön? Ich habe 100.000 Euro Startguthaben. Wenn ihr was testen wollt oder ähnliches, dann entweder ercheatet ihr euch ein bisschen Geld, also indem ihr einfach dann, es gibt ja genug Mods, die dann euch Geld bringen, oder ihr leiht halt nur die Fahrzeuge und speichert wieder und so weiter und so fort. Also ihr seht, ihr habt Kühe hier drin und so weiter, hier sind Schweine, ihr könnt mit allem rumexperimentieren, was ihr wollt und das finde ich persönlich ziemlich cool, dass alles vorbereitet ist. Sonst muss man manchmal, okay, ich muss mir erst jetzt hier den Kuhstall hinbauen, hier habe ich sogar Mist ist hier drin und so weiter und so fort. Es ist an ziemlich viele Sachen wurde schon gedacht. Das ist, finde ich persönlich sehr, sehr gut, weil ja, man spart sich halt sehr viel Zeit. Guck dich an hier, wenn ich zum Beispiel sage, wie kann ich denn am besten Mist verladen? Ne? Wenn man sich so diese Fragen stellt, mal. Ich habe zum Beispiel gerade bei meiner Karte auf Erlengrad ist es so, dass ich sagen kann, okay, diesen Mist hier, wie kriege ich den denn am besten weg? Weil ich will ihn nicht zum Düngen verwenden, dafür ist es zu wenig, aber den einfach nur zum Liegen lassen ist auch zu schade. Guck mal hier mit Solarpanels, ei, ei, ei. Und das ist halt so eine Sache, wo man sagen kann, okay, dann könnte ich sowas zum Beispiel hier schnell nachstellen, weil ich habe genug Mist. Ne? Theoretisch gesehen könnte ich ja den, wenn ich jetzt sage, oh, ich habe das schnell verladen, will ich ihn leider mal anders mal testen, dann nehme ich den Mist und gebe ihn einfach wieder da vorne hin. Weil ich habe erstmal was, mit dem ich arbeiten kann. Repräsentativ für den Mist kann ich natürlich auch Stroh nehmen oder ähnliches, weil es zum Verladen gleichmäßig ist. Ne? Also es ist dann leicht. Ihr seht zum Beispiel hier, was ich ballen, bis der Arzt kommt. So viele Ballen und so weiter und so fort. Also richtig coole Sachen, mit denen ihr euch alle hier ja beschäftigen könnt. Wolle und hier noch mehr Ballen und so weiter und so fort. Eierkartons. Es ist wirklich an alles gedacht worden. Das finde ich persönlich richtig cool, weil ihr könnt üben. Ne, ihr sagt zum Beispiel, oh, warte mal, Ballen verladen. Möchte ich nicht mit Autolader machen, ich möchte es einfach mal üben. Ist das was für mich? Und es ist vielleicht nicht für jeden was dabei, das muss man auch sagen. Also ich selber bin jetzt kein Ballen per Handverlader-Typ. Das finde ich, boah, ganz schrecklich. Deshalb liebe ich Autolader. Und es gibt genug Leute, die sagen, hey, das ist genau das, was ich brauche. Das macht mir Spaß und das ist ja das Wichtige, ne? Der eine fährt hier, der eine pflügt gerne, mag ich auch nicht so gerne. Ich weiß nicht, ich ernte lieber oder ich organisiere das so im Hintergrund. Das macht mir halt mehr Spaß. Schick die Helfer los, tanke ab und so weiter. Das ist so für mich das Spiel, ja. Aber es gibt genug Leute, die sagen dann halt, ey, okay, ich mache mit jedem einzelnen Schritt selber. Ne? Und das ist natürlich cool. Und wenn ihr sagt dann hier, ihr wollt Ballen stapeln, bis der Arzt kommt, dann und ihr habt dabei Spaß. Mein Gott, bitte. Ne? Also freies Land, freie Meinung. Jeder darf hier machen, was er möchte. Und hier hat man halt die Möglichkeit, das Ganze auch zu testen. Vielleicht entdeckt man ja auch eine neue Liebe, indem man zum Beispiel sagt, okay,
sind denn jetzt Quaderballen besser zur Hand als Rundballen, als Beispiel, ne? Also nur, was man sich hier allein mit Ballen Gedanken machen kann, diesbezüglich sehr, sehr cool nachgedacht, genau. So, gucken wir mal ein bisschen weiter rum. Wie gesagt, wir haben auch hier genug Platz dabei, das alles mal zu testen und so weiter und so fort. Ihr seht dann auch, jetzt muss ich mal gerade gucken, was hier noch so alles ist. Genau, die Hühner sind auch da, ne? Also es ist wirklich für jeden was dabei. Wir können ja gerade einmal hier auf die Stelle gucken, ne? Ja, wer ist das denn? Schweine, Schafe, Huhn, Kuh, alles dabei. Pferde fehlen halt, ne, in der Hinsicht dabei. Aber wir können ja gerade einmal gucken, indem wir durch die Garage gehen. Wir haben nämlich hier ein schönes Repertoire an Fahrzeugen dann dabei, ne? Also alles Mögliche. Starke Trecker, 300 PS in der Hinsicht, 517 PS hier der fette Fendt, dann den 9270 hier. Also ihr habt auch einen relativ großen Ernter dabei, wenn ihr das wollt. Ihr habt einen Big M, das ist auch ziemlich cool. Die Hänger sind meiner Meinung nach einer der wohl, ziemlich gute Hänger auf jeden Fall, gute Starthänger, die euch auch später weiterhelfen können. Kleine Hänger, große Hänger, alles dabei, ne? Alle möglichen Erntemaschinen, große Erntemaschinen, ach, Sämaschinen, so Riesendinger, muss man auch bedenken. Wenn ihr so die kleineren wollt, kauft sie euch, leiht sie euch, wie auch immer, es ist ja vollkommen egal, ne? Ihr seht auf jeden Fall, dass es wirklich für jeden was dabei gibt. Und hier ist auch ein Pferdestall, ne? Also ihr könnt die Pferde dann auch noch reinpacken, das geht dann auch ganz gut. Und ja, so ist das dann schon ziemlich nett, muss ich dann einfach so sagen. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man geht jetzt hier hin und nimmt jetzt das schöne Ding hier und möchte sich das einfach mal mieten, dann ist man schnell dabei, indem man dann zum Beispiel sagt, einfach schnell durch die Fahrzeuge durchschalten. Oh, mega cool, das ist doch. Hey, ja, dann kann man hier mal halt mit durch die Gegend pesen, wenn man denn möchte. Ist ziemlich cool. Das Doofe ist nur bei dem Ding, dass das so ein bisschen in den Begrenzer reinläuft. Dementsprechend ist es dann auf Dauer nicht ganz so gut. Aber ihr habt zum Beispiel hier so eine Offroad-Strecke, das finde ich persönlich ziemlich geil. Ne, dass ihr dann hier über oder euch festfahren könnt. Ne? Also, es ist. Jetzt habe ich das Ding echt versenkt. mega cool, was ihr hier so alles testen könnt dabei. Ich kann aber zum Beispiel mal mit einem dicken, mit einem etwas größeren Trecker kommen, das ist vielleicht ein bisschen besser. Kleines Monster hier, sage ich euch. Schieben wir den anderen gleich einfach weg. Wer jetzt ein bisschen Spaß haben möchte, ne? Also, und Spaß gehört ja ruhig dazu und ja, ob man das alles so braucht, ist dann sei es drum dabei. Aber es macht auf jeden Fall Spaß. Und ihr, was ich, ihr, da vorne waren da zum Beispiel solche Zacken. Das ist auch ziemlich cool, dass ihr dann sehen könnt. Das ist natürlich jetzt hier nicht das beweglichste Gerät, was ich habe, gerade mit den Zwillingsreifen vorne, hinten und so weiter und so fort, aber ja, ne? Guck mal, es ist hier sogar schon geschnittenes Gras. Wie geil ist das denn bitte? Also es ist wirklich, hier ist Heu. Ne? Also es ist wirklich richtig geil, was da so alles mitgemacht wurde. Man kann sich komplett austoben. Man muss gar nichts vorbereiten mehr, wie auch immer es dann ist. Ich sehe zum Beispiel hier jetzt so eine Huckepiste. Da kann man, weiß ich nicht, also einfach mal sehen, ob wie sich ein Fahrzeug verhält, wenn es vielleicht nicht so toll ist und so weiter und so fort. Also es ist. Es macht einfach nur Spaß und ist sehr, sehr durchdacht. Es ist aufgeräumt. Ich habe eine BGA hier. Ich kann testen, wie ich was ich was mache und so weiter. Also mir stehen ja keine oder sind alle Türen offen, um hier alles zu testen. Ich kann es hingehen und sagen, okay, hier habe ich einen Acker, der ist gar nicht. Also wir können ja gerade noch mal gucken, was die Acker. So, also das gehört alles mir. Das ist schon mal sehr schön. Ne? Also es ist gegrubbert, es ist abgeerntet, hier haben wir Kraut entfernt, erntereif, die anderen sind im Wachstum, nee, gar keins ist im Wachstum so verdorrt hier. Also ich habe wirklich alle, ja, alle Stufen der Ernte hier dabei und das ist natürlich ziemlich geil, das muss man einfach mal so sagen, weil ja, so kann ich wirklich für alle hier was haben und ja, jeder, der mal irgendwas testen will, der ist hier auf jeden Fall sehr, sehr, sehr willkommen dabei. Das kann man nicht anders sagen. Und ja, auf genau sowas habe ich gewartet. Habe ich jetzt schon länger nicht mehr reingeguckt im Mod-Hub, gibt es ein bisschen, ein paar Tage schon länger dann das Ganze. Aber ich muss sagen, zum Testen genial. Gerade wenn ihr zum Beispiel, weiß ich nicht, wirklich neue Funktionen habt oder sowas. Oder es gibt vielleicht irgendwas, was glitschen, also irgendwie.
weiß ich nicht, was man vielleicht, also jetzt nicht Glitch im Sinne von, dass ich jetzt hier mir ganz viel Geld erglitsche. Das finde ich persönlich in einem Spiel relativ langweilig, aber jeder wie er mag. Weil ich denke, das ist eine Wirtschaftssimulation und in einer Simulation sich Geld zu ercheaten, ist meiner Meinung nach, das brauche ich nicht, weil das ist ja das Ziel, dass ich mir das Geld erwirtschafte dabei. Wenn man mal was testen will, ist das alles vollkommen in Ordnung. Oder dass ich vielleicht zum Anfang ein bisschen ein anderes Startguthaben holen will. Guck mal hier sogar. Ne? Also es ist alles dabei, was ihr braucht. Ihr könnt ihr direkt hier das Holz reinschmeißen. Und was ich, da gibt es zum Beispiel einen Glitch, dass man jetzt irgendwas besser verladen kann. Von A nach B. Einfach mal so gesagt. Dann kann man das hier vielleicht testen, bevor ihr euch da vielleicht auch den Spielstand mit kaputt machen könnt, wenn ihr es dann aus Versehen speichert oder wie auch immer. Also das macht auch sehr viel Spaß, ne? Dass man einfach sagen kann, okay, man hat hier die Möglichkeit, ja, einfach alles ganz in Ruhe zu testen. Ne? Und wie gesagt, es ist ja wirklich für jeden was dabei. Ne? Das passt schon ganz gut. Ich glaube, es gibt eine Zapfsäule, eine Tankstelle. Wir gucken mal gerade ein bisschen näher hier ran. Es gibt aber, glaube ich, keine für E-Fahrzeuge. Ne? Also das muss ich natürlich als großer E-Fan dann natürlich hier negativ anpreisen. Nein, nur Spaß. Aber das ist schon echt cool. Also ja, ihr habt genug Platz, ihr könnt alles machen, was ihr wollt. Ne? Wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, oder die Karte ist auch sehr flach, das hat natürlich auch sehr schöne Vorteile. Es ist einfach nur mit einer Baumreihe begrenzt. Reicht Funktionalität vollkommen gegeben. Funktionalität vollkommen gegeben und das macht natürlich dann, das muss ja kein Schönheitspreis gewinnen, aber es ist trotzdem sehr schön aufgeräumt und das ist halt das Tolle dabei. Wenn ihr, also ob ihr das Ding hier speichert und so weiter und so fort, macht's wie ihr wollt. Also das muss man mal sehen. Wenn ich jetzt über längere Zeit was testen will, wo ich dann vielleicht mal ein, zwei Stunden investieren muss, und dann macht's natürlich Sinn. Notfall löscht einfach den Spielstand und fangt wieder neu an. Ansonsten würde ich persönlich halt immer darauf achten, dass man sich die Fahrzeuge nur ausleiht, wenn man da was Längeres macht, weil dann müsst ihr euch jetzt nicht über Geld irgendwelche Gedanken machen. Dann passt das auch sehr, sehr gut. Und ja. Dann ist das wirklich sehr, sehr nett, keine Frage. Hier nochmal kurz das Startequipment. Deshalb auf jeden Fall auch hier auf der einfachsten Stufe starten, würde ich euch empfehlen. Ne? Müsste man halt bei einem anderen gucken. Ansonsten, klar, könnt ihr es natürlich kaufen, aber es ist jetzt für so einen Test natürlich alles gegeben, was ihr wollt. Und das ist natürlich ziemlich cool. Wir können ja gerade einmal kurz rausgehen. Dann seht ihr einmal ganz kurz, was hier dann wäre, wenn wir jetzt meinetwegen Farm Manager nehmen. Mod Test Map. Alle Mods rein und fertig. Das geht jetzt so durch die Ladezeiten und so weiter sehr, sehr gut, muss ich sagen. Rödel, rödel, rödel. Start dabei. Und wir sind hier. Und wir gucken. Uns gehört nichts. Ne? Also dementsprechend, man kann die Felder einzeln kaufen, man kann das dazwischen kaufen, aber es steht natürlich in keinem Verhältnis zueinander, weil ich muss jetzt erst unnötigerweise wieder einen Kredit aufnehmen. Und das habe ich halt nicht. Ne? Das dementsprechend passt es dann einfach mit der anderen Seite deutlich besser. Das muss man einfach so sagen. Ne? Ihr habt auch gar nichts hier. Ne? Hier sind natürlich keine Paletten oder ähnliches dabei, weil halt alles fehlt. Ne? Wir können mal gerade gucken, ob jetzt der Wachstumsfaktor, der wenigstens gleich ist. Was hier zum Beispiel jetzt gerade. Ah, genau. Also hier ist wenigstens dann alles noch so geschnitten, etc., so wie es sich dann gehört. Das ist dann in Ordnung, aber ihr habt halt keine Möglichkeit, das Ganze zu ernten. Müsst dann halt erst wieder investieren. Genau. Sehr, sehr unnötig. Dementsprechend gehen wir hier wieder raus. Und kann ich dann jedem empfehlen, dass man hier den Neufarmer oder neuer Farmer, denn bei Nullbeginn wird es natürlich einfach nur noch schwieriger dann dabei. Genau. Ihr könnt natürlich auch gucken, ob irgendwelche Mods zum Beispiel irgendwelche Abhängigkeiten erzeugen. Es kann manchmal sein, dass sich ein bis zwei Mods untereinander nicht verstehen, in Anführungsstrichen. Dann ist es natürlich besser, wenn man das vielleicht vorher testet, indem man, oder man hat vorher dann, ja, das Problem, dass man vielleicht ein Autosave anhat, was ich keinem empfehlen würde, gerade wenn man neue Mods testet, weil dann auf einmal speichert das Spiel und das Safe Game könnte kaputt sein. Ne? Das wäre natürlich sehr, sehr ärgerlich. Da müsste man halt einfach mal schauen, wie das dann so funktioniert. Genau. Ja, eine sehr, sehr gute Bereicherung im Landwirtschaftssimulator. Da wird man definitiv Spaß bei haben. Wie gesagt, einfach auf Karten gehen und dann hier oben die Mod-Prüfungskarte. So, ist natürlich sehr, sehr nett. Ich wollte, wie gesagt, eigentlich erst eine andere Karte vorstellen. Dann bin ich dann auf die gestoßen und habe mir gedacht, hey, das ist genau das, was man will. Ne? Allein, was hier schon steht. Ne? Die Idee war, alles zu haben, um Mods schnell zu testen. Ne? Das ist genau der Punkt, der mir immer gefehlt hat. Sehr, sehr gut.
Ja, warum nicht eher? Ne? Also wenn man überlegt, der Landwirtschaftssimulator ist jetzt natürlich schon etwas in die Jahre gekommen, aber so eine Karte fehlte uns einfach auf der Konsole, definitiv. Ne? Guck mal hier, die BGA hat Gärreste im Tank. Ne? Alles ist schon irgendwie geladen, sage ich mal. Es ist bereit zum Abtanken. Und wenn ich jetzt sage, ich möchte gerne versuchen, viel Gülle von A nach B zu fahren, ne, dann ist es natürlich super, wenn ihr hingeht und ihr habt alles damit drin. Ne? Also das ist schon echt richtig gut. Ne? Schweinestall hat Gülle und Mist als Beispiel. Ihr wollt jetzt was testen, wenn ihr, es gibt ja diese Tanks, die man sich hinstellen kann. Ist es sinnvoller, mit diesen Tanks zu arbeiten oder ist es sinnvoller, vielleicht mit einem großen Güllefass zu arbeiten und so weiter und so fort. Also es gibt unzählige Möglichkeiten, was man hier testen kann. Und ja, da vielleicht mal eine halbe Stunde zu investieren, macht vielleicht Sinn, indem man dann ein paar Stunden dann in seinem Spiel, in seinem eigentlichen Spiel dann später sparen könnte, wohl bemerkt. Ne? Das ist schon ganz nett. Genau. Ja, also eine sehr, sehr coole Karte von Ninja Kurt, keine Frage. Sehr, sehr hilfreich. Das Ganze wird definitiv auf meiner Platte bleiben. Und ja, kann ich dann wirklich nur empfehlen. Ja, Mod-Prüfung-Karte, sehr coole Sache. Mod-Testmap hört sich im Englischen eigentlich viel besser an. Mod-Prüfung-Karte hört sich irgendwie falsch an. Ne? Aber naja, so ist es dann halt. Genau. Denglisch wird uns alle holen. Genau. Ja, coole Sache. Ich hoffe, solche Karten findet ihr genauso interessant, wie ich es finde, weil es halt ja, manchmal viel erleichtern kann. Wunderbar. Also, kleine Vorstellung von dieser kleinen, durchaus nützlichen Karte. Vielleicht nicht so zum Spielen. Ihr könnt natürlich auch diese Karte auch ganz normal bespielen, indem ihr sagt, hey, das ist ja cool. Da habe ich einfach nur das in meinen Park und möchte einfach nur ein bisschen ehren. Warum nicht? Ne? Ihr kriegt natürlich schon viel in die Wiege gelegt, aber wenn der eine oder andere es mag, kann man diese Karte natürlich genauso spielen wie jeder andere auch. Ne? Wunderbar. Also, ihr habt es gesehen, ihr könnt es nachtesten. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Bleibt gesund, haltet Abstand. Bis zum nächsten Mal beim Landwirtschaftssimulator 2019. Ciao, ciao.